Das Café Ritterotterkring, Schauplatz einer hochkarätigen Gesprächsrunde anlässlich des 25. Todestages von Ernst Happel. Im Wohnzimmer des Wordmasters treffen sich ehemalige Weggefährten und Freunde. Anekdoten aus dem Leben der Legende, aber auch sein fußballerisches Vermächtnis und was davon bis heute geblieben ist, sind Themen des gelungenen Abends. Er ist einer der ganz wenigen Phänomene gewesen, die es im Fußballgeschäft gegeben hat. Phänomene kann man eigentlich gar nicht erklären, die kann man nicht greifen. Die erscheinen und machen das, was sie am besten können. Er hat auch nicht so viel gesprochen, aber das, was er gesagt hat und getan hat, das hat schon sein Gewicht gehabt und seine Richtigkeit. Es war einfach von ersten Tag an eine Erscheinung, das ist ganz klar. Und man hat auch gesehen, so wie schon erwähnt worden ist, wenig gesprochen und alles gesehen als Trainer. Und das ist oft das Wichtigste. Also du kannst heutzutage über den Fußball philosophieren. Wenn du die wichtigen Dinge im Spielfeld nicht erkennst und änderst, wirst du als Trainer keinen Erfolg haben. Er war immer korrekt, anständig und nie über bösartig. Und das war seine Stärke. Und jeder hat ihn gern gehabt. Und vor allen Dingen, wenn wir auf Tournee waren, na, da ist nur eins, wir haben sie heute halt ein bisschen was angeschaut und das, und die haben nur die Karten rausgenommen und gleich gespielt. Ne? Also er hat Dinge dann auch nach Deutschland gebracht, die es nicht in Deutschland gab. Vorchecking, Abseitsstellen gab es nicht. Er hat Deutschland verändert, als Trainer hat er Deutschland verändert. Ich denke, dass zu der Zeit das natürlich auch extrem mutig war. Och, nicht, mein weil Gott, das ist ja ein Spielstil, wenn man hoch vorne anpresst, die Verteidigung absolut, hoch rausschiebt. Ja. Wenn das nicht funktioniert, ist man ja extrem anfällig für Gegentore. Ja, und das einer Mannschaft, also die Überzeugungsarbeit, dass ich das der Mannschaft beibringe, als Österreicher noch, also da musst du wirklich eine riesen Anerkennung haben bei den Mitspielern und das beschreibt natürlich auch ganz schnell die Arbeit von Ernst Happel. Jetzt sind wir zum Heurigen mit ihm gefahren und auf einmal hat er sie umgestellt. Und der hat mitgesungen, dass er freut war. Und das war das Schöne dann, ein schöner Abschluss von ihm. So leid es mir tut, weil er zu früh verstorben ist. Und deswegen freut mich am meisten, dass so viele Leute jetzt da anerkennen. Danke vielmals für die Einladung.